Der Kunde ist König. Und in dem Fall bin ich der König. Und wenn der König auch noch bezahlt, dann sollte man bitte das machen, was der König wünscht. Sonst ärgert sich der König. Und wenn ich verärgert bin, das ist nicht so lustig. Das kann ich Ihnen sagen. Die Bundeshauptstadt Berlin. Seit 4 Jahren lebt hier Reisekaufmann Walter auf rund 70 Quadratmetern. Noch wohnt der Junggeselle allein. Doch das soll nicht länger so bleiben. Ich suche jetzt seit ungefähr 4 Jahren nach einer passenden Partnerin. Und ich habe mal so auf der Landkarte meine Länder angeschaut, wo ich noch war. Und da habe ich ein Land gesehen, was eigentlich ganz nah ist, wo ich noch nicht war. Und das ist Polen. Wenn man von Berlin eine Autostunde fährt, ist man an der polnischen Grenze. So, ich muss mal hier ein paar polnische Vokabeln lernen. Ich heiße Walter, mam na imię Walter. Klingt ein bisschen komisch für mich. Ich verstehe nicht, nie rozumien. Auf Deutsch, was für ein Rotz haben Sie gesagt? Ich möchte, oh, Chabilmin, oh, das kann ja niemand aussprechen, Mensch. Gottes Willen hier. Na, da bin ich immer gespannt, wer mir jetzt geschrieben hat. Klar ist, Walter braucht Hilfe. Und zwar von einer Partnervermittlerin. Oh, die Violetta. An die Agenturchefin Viola habe ich den Wunsch, dass sie die richtige Frau findet, die mit mir auf gleicher Ebene ist, die gleiche Schwingungen hat, die eine reife, aber nicht zu reife Frau ist, in der Mitte des Lebens, die Persönlichkeit hat, Charakter und so weiter, die nicht zu viel an mir rumnörgelt und wo man eben einfach gemeinsame Schwingungen vom ersten Moment an merkt. Sehr geehrter Herr Walter, beiliegend sende ich Ihnen die Profile der Damen, die Sie ausgesucht haben. Nach Rücksprache mit den Damen kann ich Ihnen die freudige Mitteilung machen, dass alle Damen Sie gerne persönlich kennenlernen würden. Oh, das ist ja wunderschön. Viele Grüße und bis bald in Breslau oder Wrocław, wie wir in Polen sagen. Ihre Violetta. Jetzt müssen die polnischen Damen nur noch Walters Ansprüche erfüllen. Doch das scheint durchaus der Fall zu sein. Wow, Malgorzata. Sehr schön, ladylike. Ganz tolle schulterlange blonde Haare. Oh, super, super schön, sexy. Dorota, wow, ganz toll. Und ein schönes Kleid hat sie auch an. Na, wunderbar. Dann haben sich die Agenturkosten ja jetzt schon gelohnt. Das, was ich ausgebe für die Frauensuche, hängt ein bisschen dann davon ab, was ich gerade mache. Also wenn ich Online-Dating mache über Portale mit Frauen aus Osteuropa oder in Amerika, dann sind es ungefähr 50 Euro im Monat. Und wenn ich bei einer Partnervermittlerin registriert bin, dann sind es halt über einen Zeitraum von 2-3 Monaten gleich 300-400 Euro. Edüta. Oh, die ist ganz lieb. Mit Wunsch auf eine harmonische, glückliche Beziehung mit viel Liebe und Vertrauen. Dann pass mal auf, Edüta, ich komme und ich werde mal versuchen, dich glücklich zu machen, ja? Ich hoffe, dass ich endlich eine schöne, klassische, nette Frau mit Herz finde. Also keine Etepetete, sondern mit Herz, mit Freundlichkeit, Natürlichkeit. Und die einen Mann wie mich schätzt und sich vielleicht in den Walter verliebt. Es wäre natürlich toll. And if we go someplace to go, I know that there's a chance that you will be leaving with me. And afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Walter ist auf dem Weg zum Geschenkekauf, denn Geschenke steigern die Chancen auf Erfolg bei den Frauen, meint Walter. Wenn man auf Reisen geht, hat man immer ein Mitbringsel dabei, eine Kleinigkeit, die die Wertschätzung zeigt und die Anerkennung, dass die Frau sich mit einem trifft. Ja? Und die hat ja auch eine Erwartungshaltung, wenn der Mann aus dem Westen kommt. Ja? Oh, weiße Affäre. Ich habe gern Affären. Ah, die wächst dann so richtig hoch hier. Ja, Wahnsinn. Das muss ich unbedingt haben. Wunderbar. So 200-300 Euro gebe ich schon pro Reise an Geschenken aus. Denn ich will ja auch, ich kaufe ja nicht was am Wühltisch oder so. Sondern ich will ja auch Geschenke, wo die Frau sieht, der hat sich echt Mühe gegeben. Wieder was Passendes gefunden. Also wenn das nicht klappt, dann heiße ich Hans. Gute Geschenke erhöhen die Erfolgschancen auf alle Fälle, ja. Unbedingt, unbedingt, ja. So, dann wollen wir den Zug nehmen nach Polen. Bin ja gespannt, wie das alles wird. Etwa 6 Stunden wird die Zugfahrt dauern. Doch die lange Strecke macht Wahlberliner Walter nichts aus.
Ich finde es entspannter, mit dem Zug zu fahren, ja. Das ist nicht so der Stress wie am Flughafen, wissen Sie. Einchecken und ja, dann wieder alles betatscht werden und dann alles halb, dich halb ausziehen und dieser ganze Tod und Teufel. Steigst einfach ein und fährst los. Wunderbar. Oh, hier bin ich. Das ist ja schön. Ich hatte das Glück, dass neben mir ein reservierter Platz war und da kam auf einmal von hinten, sodass ich es nicht sehen konnte, eine junge, hübsche Frau und hat gefragt, ob der Platz noch frei ist und ob sie da hinsitzen kann. Und dann sind wir gleich ins Reden gekommen. Und das war ganz interessant, muss ich sagen. Sie reisen auch nach Warschau, oder wie sieht das aus? Ich reise nach Breslau. Okay. Und um Freunde zu besuchen? Nein, ich möchte eine Polin oder mehr Polinnen kennenlernen. In Breslau? Ja, weil ich bin noch alleine. Damit hat Studentin Kim nicht gerechnet. Doch die 23-Jährige nimmt Walter mit Humor und hakt nach. Wie sieht es denn eigentlich mit den Sprachkenntnissen aus, wenn man dann eine polnische Frau kennenlernen möchte? Ja, ich habe es versucht, aber ich habe mir fast die Zunge abgebrochen. Ja. Ich stelle mich ja immer ein bisschen auf das Land ein, wo ich hinfahre. Aber Polnisch, da ist mir die Zunge abgebrochen. Ich bringe es nicht über die Lippen, Entschuldigung. Wenn man aber auf der Suche ist nach der Liebe seines Lebens, dann ist es vielleicht doch schon ganz entgegenkommend, wenn man dann auch so ein paar Sätze oder sogar mehr spricht oder zumindest einen Sprachkurs besucht. Das ist, glaube ich, einfach so ein Zeichen dafür, dass man es auch ehrlich meint. Wenn du jetzt kein Polnisch sprichst, wie willst du denn dann mit deiner zukünftigen Herzensdame sprechen oder dich unterhalten? Ja, das ist so. Erstens mal sprechen ja heute viele Leute Englisch. Ich spreche auch fließend Englisch. Und Polen war ja mal ein Teil von Deutschland. Und es gibt viele Polinnen, die sprechen auch Deutsch. Außerdem ist da eine Partnervermittlerin und die kann eventuell noch dolmetschen. So, so. Da nimmt Walter kein Blatt vor den Mund. Die Leute schämen sich nicht, ihren Bettvorleger bei Facebook zu fotografieren, aber wenn sie Partnervermittlerin sagen, da schämen sich auf einmal. Ich schäme mich deshalb nicht. Das ist was ganz Normales, ja. Heute ist in Deutschland jede dritte Bekanntschaft läuft übers Internet. Und die Leute wollen das nicht zugeben, aber es ist was ganz Normales. Weil wenn du darauf wartest, bis du auf der Straße jemanden kennenlernst. Tanzlokale gibt es auch nicht mehr so wie früher. Wenn du in die Disco gehst, musst du dir beide Ohren zuhalten, damit du keinen Trommelfellschaden kriegst. Also es ist schwierig in der heutigen Zeit. Zwar. Breslau in Polen. Die viertgrößte Stadt des Landes wartet mit einer historischen Altstadt und massenhaft schönen Frauen auf. Hier ist Partnervermittlerin Viola Bernatek mit ihrem Kunden Walter verabredet. Und noch guter Dinge. Ich habe einfach eine Gabe, dass ich die Menschen ganz gut einschätzen kann. Ich kann mich an jede Kunde anpassen. Ja, das heißt, es gibt verschiedene Fälle, einfache, schwierige, sehr schwierige. Du musst für die Leute da sein und du musst diesen Job mit Liebe machen. Bleibt zu hoffen, dass Viola auch mit Dauersingle Walter umgehen kann. Denn der ist schon ein etwas spezieller Fall. Ah, guten Abend. Hallo. Sind Sie Violetta? Guten Abend. Hallo, ich grüße Walter, Sie. Hallo. Hallo, wie guten geht's? Abend. Wir kennen uns noch nicht. Ja, nur vom Telefon her. Ja, wie war das? Darf ich Platz nehmen? Ja, bitte schön. Mit den Partnervermittlerinnen ist es mittlerweile so, dass es wie wenn du eine Flasche aufmachst, da kommt ein Geist raus. Und du weißt nie, ob es ein guter oder ein böser Geist ist. Ich habe schon einige böse Geister erlebt. Ich hoffe, dass ich dieses Mal einen guten Geist erlebe. Also ich wollte Sie bitten, dass Sie meine Dates begleiten und mir helfen, wenn es Differenzen gibt oder wenn man nicht gleich zusammenkommt, uns auf eine Ebene zu bringen. Weil am Anfang gibt es immer Differenzen. Wir sind aus unterschiedlichen Ländern, wir sind unterschiedliche Personen, wir sind Mann und Frau. Und da gibt es andere Partnervermittlerinnen, die kritisieren immer an den Männern rum. Die sitzen in Russland und in Rumänien. Mhm. Und Männer, die so eine weite Reise machen, die wollen nicht kritisiert werden. Sie können mich gern unterstützen, so wie das ein Trainer macht mit einem Sportler, aber nicht rumkritisieren. Das, glaube ich, ist auch bei meiner Person nicht notwendig. Mich verändert man nicht mehr, das sage ich Ihnen. Mit 56 ist der Ofen aus. Das sieht Viola offensichtlich anders. Das wollte ich nur am Anfang dazu sagen. Das weiß ich noch nicht. Wann das notwendig ist, nicht ist, dass ich Sie kritisieren sollte, mache ich nicht. Falls ich für richtig finde, Ihnen einen Tipp zu geben, ja, gerne. Ich das auch. Sehr gerne. Bin ich Sie auch sehr müssen offen. Einfach nur zuhören. Sie sind jetzt da. Auf Deutsch gesagt, ich bin hier der Chef und man muss einfach auch meine Regeln verfolgen. Willst du Erfolg haben, musst du auf mich schauen, was ich zu sagen habe. Der Kunde ist König. Und in dem Fall bin ich der König. Und wenn der König auch noch bezahlt,
dann sollte man bitte das machen, was der König wünscht. Sonst ärgert sich der König. Und wenn ich verärgert bin, das ist nicht so lustig. Das kann ich Ihnen sagen. In Breslau herrscht romantische Abendstimmung. Single Walter hat hier sogleich sein erstes Date mit einer polnischen Frau und ist sichtlich mehr als gespannt. Ich gehe mal vor und darf Ihnen die Tür aufmachen, okay. Ja? Ich freue mich auf die erste Frau, die ich jetzt treffe, auch wenn sie den komischen Namen Malgorzata hat, noch nie gehört. Aber ich freue mich trotzdem, denn auf dem Bild sah sie ganz gut aus. Die Eigenschaften haben auch ganz gut gepasst und da bin ich jetzt voller Neugierde. Könnte Walter vielleicht schon beim ersten Date fündig werden? Ist die 48-jährige Malgorzata etwa schon sein Volltreffer? Guten Abend. Mein Name ist Walter. Guten Abend. Hallo. Ich freue mich. Dankeschön. Ja. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Ich mich auch. Die Malgorzata hat mir auf dem ersten Anhieb sehr gut gefallen. Sie war sehr gut angezogen, hatte ein dezentes Make-up. Und da war eigentlich alles stimmig im ersten Moment. Und deshalb gibt es auch direkt das erste Geschenk. So, schau mal. Das ist etwas ganz Besonderes. Und wenn du das auspackst, dann erkläre ich dir das, was es ist und wie man damit umgeht, weil es soll auch eine Überraschung sein. Dankeschön. Okay. Bitte. Ich mache. Ja. Das ist nicht richtig. Du kannst nicht eine Frau treffen und gleich mit die Geschenke kommen. Du musst jetzt die Frau die Möglichkeit haben, dich kennenzulernen. Man muss sich erst unterhalten, man muss ein bisschen Zeit verbringen und warten auf den richtigen Moment. Für Walter ist jedenfalls schon jetzt der richtige Moment. So. Ich erkläre dir das. Ich weiß nicht, ob du gerne Tee trinkst. Hier kommt eine wunderschöne Teetasse. So. Und jetzt kommt etwas ganz Besonderes. Das ist das Hauptgeschenk, nämlich eine sogenannte Teerose. Und zwar diese Teerose, wir werden das jetzt zelebrieren, die tut man in ein warmes Teewasser und dann blüht die auf. So wie eine junge Liebe, die erblüht oder eine Rose, die aufgeht. Und das ist diese Teerose. Komisches Geschenk, ja. Also das ist kein Geschenk, wo man bringt zu erste Date für eine Dame. Das ist Quatsch. So, das sind, ja, du hast mehrere, damit du das nacherleben kannst. Und die heißen Weiße Affäre. Ah. Das passt wunderschön zu deinem Kleid. Der Name der Teerose, Weiße Affäre, hätte natürlich eine ganz tolle Symbolik gehabt. Denn das war ein Date am Abend, das war schon ein bisschen schummrig. Und da hätte sich alles Mögliche entwickeln können. Ja? Mal schauen, wie es geht. Ja, jetzt muss man einen Moment warten. Und dann, ich mache es auch zum ersten Mal. Und das ist ein kleines Erlebnis für mich. Du triffst erst einmal eine Frau, du bestellst zwei Kannen Wasser, heiße Wasser, dann schmeißt du irgendwelche Rosen. Unpassend einfach, ja? Und also es scheint nicht zu gehen hier, oder? Vielleicht ist ein bisschen zu viel Wasser. Mir war es dann natürlich etwas peinlich, dass die Seerose nicht richtig aufgegangen ist. Denn die Frau wird sich denken, was spricht der mir hier, was hier nicht passiert und so, was soll das Ganze? Da habe ich mich schon ein bisschen schlecht gefühlt. Es ist sehr schön, dich anzuschauen. Du bist sehr schön klassisch gekleidet. Dankeschön. Und man muss eine Frau verwöhnen, um sie um ihr zu zeigen, Wertschätzung nennt man das auf Deutsch, ja? Um ihr zu zeigen, dass man sie gern hat. Und das macht man nicht nur einmal, sondern das ist ein fortlaufender Prozess. Das ist wie eine Streicheleinheit, die man immer wieder gibt, wissen Sie? Weißt du? Entschuldigung. So, trinken wir noch mal. Oh, die Pflanze wächst. Schau mal. Ja, wunderbar. Siehst du, man muss nur der Zeit ein bisschen Zeit geben. Salute, sagt man auf Italienisch. Nastrovia. Und dann scheint es zwischen Walter und Malgorzata doch ganz gut zu funktionieren. Das lässt zumindest Violas Blick erahnen. Ich möchte mich von euch jetzt verabschieden. Vielen Dank. Die Kirche spricht gut Deutsch. Ich denke, vielen Dank. Sie sind auch zufrieden. Bis jetzt sieht alles wirklich sehr gut aus. Deutsch ist, ich verabschiede mich. Ich verlasse euch. Ja. Also mich braucht keiner jetzt. Ja. Auf Wiedersehen. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Danke sehr. Wir sehen uns später. Ja. Viel Spaß. Und ich drücke die Daumen. Danke sehr. Ich war froh, als die Viola dann weggegangen ist. Denn man fühlt sich dann immer so beobachtet. Cin cin. Salute, sagt man auf Italienisch. Nastrovje. Aber das ist Russisch. Nein, das ja? ist polnisch. Wirklich? Ja. Nastrovje. Zeit für die wirklich wichtigen Themen. Wie spricht man deinen Namen genau aus?
Malgorzata, oder wie? Malgorzata. Malgorzata. Ja, aber kann man auch Margi sagen. Margi? Ja, gefällt mir. Ja, das klingt süß, das klingt irgendwie melodisch. Margi klingt so. Margi. Ja. Ist kurz, ja. Ist einfach. Dann darf ja. Ich Margi sagen, ja? Ja, du darfst. Oh, vielen Dank. Ja. Dass mir die Malgorzata angeboten hat, sie Margi, also ihren Kosenamen zu nennen, war schon ein Zeichen, dass sie bereit ist, mich etwas näher an sie heranzulassen. Und hättest du Lust, mich wiederzusehen, Margi? Ja. Ja? Es freut mich. Also, ein erster Erfolg für den Walter. Und so nimmt Walter frohen Mutes Abschied von seiner Margi. Und auch von den anderen vier Damen. Auf Wiedersehen, ihr Heiligen. Auf Wiedersehen. Die vier Damen hier, die uns begleitet haben. Ja? Mhm. So, bitteschön. Also für mich war es ein wunderschöner Abend. Auch wenn das mit der Teepflanze nicht so ganz geklappt hat. Ich bedanke mich ganz herzlich. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Eine gute Nacht. Und schlaf gut. Und süße Träume, gell? Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Das einzige bisschen Negative an diesem Date war, dass es ja am späten Abend war. Und wir beide an diesem Tag erst angereist sind und da war man schon ein bisschen müde.